Leute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der vierte Tag. Vierte Tag, ja. Zwei Tage haben wir noch, also zweieinhalb so. Wir bringen mal täglich Müll raus. Ja, täglich. Zu Hause nicht sammeln. Genau. Wir machen täglich Tüte, Müll, weg. Ja. Dann so. Ist auch alles gut. Ja, heute ist es auch wieder sehr warm. It's burning. Wie ihr gesehen habt, ich habe heute auch schon ein bisschen Wäsche gewaschen und weggeräumt und so. Das ist voll der Vorteil, finde ich, in der Wohnung, dass man seine Wäsche waschen kann und schon mal ein bisschen was gewaschen mit zurücknehmen kann. Meine Eltern kommen morgen früh. Wir sind dann zwei Tage noch zusammen, also morgen den vollen Tag und übermorgen dann noch so bis 18, 19 Uhr. Dann fahren sie zum Flughafen. Und für die habe ich auch nochmal Bettwäsche frisch gewaschen. Also es war alles frisch, aber jetzt einfach nochmal gewaschen. Bettwäsche und Handtücher und so, damit das schon mal alles ready ist. Nachher, wenn wir zu Hause sind, müssen wir auf jeden Fall einmal nochmal kurz ein bisschen durchsaugen und die Badezimmer noch mal ein bisschen putzen. So. Dann wollen wir heute auf jeden Fall Richtung Marc Antalya, also zum AWM-Einkaufszentrum. Da ist dann auch noch mal so eine Gasse, wo alles eigentlich Stadt ist, überall Läden sind und so. Und Leute, meine Haare, ne, sind einfach so platt. Also die sind wirklich platter denn je. Ich finde das immer so eklig, diese ein, zwei Tage, die ich meine Haare dann nicht waschen darf. Das Mittel ist auch noch drin, die fühlen sich auch so, seht ihr das, so klebrig einfach an, aber naja. Morgen wasche ich sie dann und dann ist auch gut. Wo gehen wir frühstücken? Gute Frage. Tramway mit Tram oder lieber Taxi? War noch mit Tramway oder war doch eigentlich gar nicht so ein Film? Vielleicht können wir ja zurückfahren. Hoch. Ja. Eigentlich hätte ich irgendwie Bock auf so einen Bowl zum Frühstück, aber das ist jetzt so ein bisschen weiter weg. Also das heißt weiter weg, das ist jetzt weiter in der Stadt drin. Aber egal, wir finden bestimmt schon was. Können auch da, wenn du willst. Gucken wir mal. Hey Leute, die Sonne knallt heute viel extremer als gestern, ne? Genau über uns und die scheppert unnormal. Also es ist richtig, richtig heiß. Ich glaube, es sind sogar über 30 Grad. Es fühlt sich zumindest so an. Es ist jetzt aber auch gerade 15 Uhr, also absolute Mittagshitze gerade. Aber ich genieße es. Ich habe mir wieder Red Bull Chefstadi geholt heute. Wie gesagt, ich versuche das eigentlich nur hier zu trinken. Obwohl das schmeckt hier auch besser. Ja. Schmeckt anders hier. Ja, Feeling ist irgendwie anders hier, das zu trinken. So. Jetzt gehen wir was frühstücken. So Leute, Rabias Bowl ist da. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr saftig aus. Ah ja, ruhig bleiben. Ich glaube, dieses Spielzeug macht die Aggressionsprobleme. Alja? Komm und sag. Sag genau. Sieht geil aus auf jeden Fall. Ich warte jetzt auf meinen Burger. So Leute, mein Burger ist wieder da, den ich letztens auch hatte. War sehr zufrieden. Deswegen auch direkt den wieder bestellt. Leute, hab mir zwischendurch so ein Helva-Dings geholt. Wie nennt man das jetzt? Helva-Eis, ne? Unten ist Eis und da oben ist. Was hier? Keine Ahnung, Helvetje. Ja, Helva und oben Pistazienpaste. Ja, genau. Oder Pistazienkerne. Das hat mein Ismail gegessen gehabt, das war sehr berühmt. War auch sehr lecker. Das habe ich zwischendurch gesehen und dachte mir, nehme ich mit. Und jetzt sind wir in einem Laden. Schauen wir uns ein bisschen um und dann geht's weiter. Gut, also das Helva war irgendwie nichts. Es schmeckt nicht. So das Eis da drunter. Also ich finde, in der Türkei schmeckt manchmal die Milch und Käse und Butter und so anders. Es hat so ein sehr starkes Aroma und das mag ich überhaupt nicht. Pistazienschicht, die hat auch ein bisschen komisch gerochen. Also wir gehen jetzt Richtung AWM, also zum Einkaufszentrum. Strand ist nichts geworden, weil es doch zu spät wurde dann. Weil wir haben auch sehr lange fürs Essen gewartet. Hat allgemein so ein bisschen länger gedauert. Ich war lieber ein bisschen in der Ferie. Ich wäre entspannter gewesen. Okay, meine Haare sind auch am Flieg. Leute, wir sind jetzt Richtung Marc Antalya gekommen, also Richtung Einkaufszentrum. Also hier ist auch nochmal irgendwie Stadt. Also außerhalb des Einkaufszentrums ist hier auch nochmal Stadt. Jetzt sind wir gerade in einem Laden und Adam probiert eine Hose an. Die sieht ganz gut aus. Die sieht richtig gut aus. Es ist wieder Zeit für einen Maisbecher. Leute, wir waren jetzt in der Stadt, ein paar Läden durchgegangen. Eigentlich nur zwei. Und dann haben wir einen Maisbecher geholt, haben uns umgesetzt, haben einen Maisbecher gegessen. Und dann wollten wir Richtung AWM, halt links. Einkaufszentrum. Dann haben wir ein Schild gesehen, komm mal gerne, 200 Meter, 20 Meter rechts. Dachten wir uns, okay, bevor wir ins Einkaufszentrum reingehen, erstmal einen G-Cock da drüben. Jetzt gehen wir Richtung komm mal gerne und dann gehen wir ins Einkaufszentrum. Das ist auch da hinten direkt. Und komm mal gerne ist hier. Hallo, so Leute, nochmal auf entspannt. Chiköfte. Also wie gesagt, wir nehmen alles mit, ne? Alles. Wir sind hier bei Ewe weg. Gucken hier ein paar Bücher für Alja. Weil wir türkische Bücher für Alja brauchen. Die hat bis jetzt nicht gepennt. Ehrlich, sie hat überhaupt keinen Mittagsschlaf gemacht, deswegen ist sie ein bisschen quengelig. Sie zickt ein bisschen rum, die Alde.
Ja, vielleicht gehen wir was essen und dann nach Hause. Schon 20.30 Uhr oder so. So Leute, wir sind jetzt raus vom Markt Antalya. Es ist einfach dunkel. Es ist auch 21 Uhr. Crazy. Ali hat immer noch nicht gepennt. Jetzt gehen wir was essen. So Leute, wir sind jetzt hier bei Tantunice. Tantunice Somonek Mek. Das werden wir jetzt essen, haben wir jetzt auch bestellt. Hier sind wir, da sind unsere Tantunis. Die müssen wir ein bisschen noch aufmotzen. Ein bisschen mit Zitrone, ein paar Grünzeug und so. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus, muss ich ehrlich zugeben, jetzt schon. Hallöchen Leute, es ist jetzt der nächste Tag. Wir sitzen hier und essen ein Bollekekmek. Meine Eltern sind jetzt auch da. Mami ist auch am Start. Yay! Yay! Wir haben jetzt gegessen. Heute war alles viel entspannter. Wir haben, glaube ich, 5 Minuten so auf unserem Brot gewartet. Und es hat richtig lecker geschmeckt, ehrlich. Vielleicht esse ich noch morgen noch eins. Also Fischbrot geht immer auch sehr gesund. Ich freue mich jetzt schon auf Sommer, damit ich da wieder Fischbrot essen kann. Im Sommer fahren wir dann auch in die Türkei. Ne? Deswegen lasst unbedingt ein Abo da. Das Layola-Video kommt auf jeden Fall, inshallah. Unbedingt abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. Oder die Videos, die auch aus der Türkei dann kommen werden. Wir wollten doch nur was Schönes sehen und da hast du es. Leute, wir sind an einem richtig schönen Strand angekommen. So entspannt und ruhig hier. Man kann sich hier hinlegen. Richtig schön. Wir werden es uns jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen gemütlich machen. Wir trinken jetzt einfach, haben einen Jacket geholt. Und was zu trinken. Alles schön. Gottschan, Erbte. So Leute, nach einer langen Reise, anderthalb Stunden zurück wieder ungefähr, sind wir wieder in unserer Hut, gehen wieder was essen und dann schlendern wir mal ein bisschen rum. Wir gehen wieder zu Luna. Wahrscheinlich esse ich wieder einen Burger, weil ich habe wieder Bock drauf. Also, schmeckt mir unnormal einfach. Der wievielte Cheeseburger ist das für mich? Der 18. Zweite, dritte? Dritte. Unser Essen ist jetzt da. Alle haben Cheeseburger. Ich habe Nudeln und in der Mitte Pommes. Ah, fährt aus. So, Eren, will ich eine Sonnenbrille holen? Ist schon anders. Die hat was. Ja, ist extravagant. Und ich kaufe mir dieses Armband. Ja. Die Brille holt er sich jetzt. Ich habe mir dieses Armband. Wir essen jetzt nochmal was Süßes. Waffel. Anne auch. Und Eren hat wieder seinen San Sebastian. Helle. So Leute, guten Morgen. Es ist jetzt der nächste Tag und für uns der letzte Tag. Deswegen sind meine Mama und ich jetzt schon ein bisschen früher los und Baba und Eren kommen dann. Meine Mama und ich waren jetzt ein bisschen shoppen und jetzt sind mein Vater und Eren auch dazu gestoßen mit Alia. Jetzt essen wir erstmal Tantuni. Und dann schauen wir mal weiter. So Leute, unsere Tantunis sind da. Aber ich habe richtig Bock drauf. Es riecht auch richtig lecker. Wie schön. 300 10 Euro. Nicht mal 10 Euro. Wow. Leute, guckt euch mal diese Hose hier an. Die sieht jetzt
ekelhaft aus. Aber es ist jedes Jahr so in der Türkei. Ich sehe Sachen und denke mir so, hä? Der zieht das an. Und in spätestens 2 Jahren ist das Mode, Leute. Merkt euch das. Wenn nicht nächstes Jahr. In 2 Jahren oder nächstes Jahr wird das jeder anziehen in Deutschland. Der Main, es ist immer so. Ich habe mir so ein Waffeleis geholt. War ein bisschen mit meinem Schwiegervater unterwegs, mit Alia, weil da wir Schwiegermama shoppen waren. Jetzt sind wir wieder vereint, gehen jetzt Waffeln essen. Hab mir jetzt noch ein bisschen ein paar Snacks geholt, Red Bull und so ein Tracks-Ding da. Das werde ich jetzt essen. Oh. Der hat gut geshoppt. So. Zwischensnack, Chiköfte drüben. Nochmal das letzte Mal mitnehmen. Und Doritos natürlich ganz wichtig. Gib ihm. So Leute, 10 Minuten nach Chiköfte drüben. Habe ich mir jetzt so ein Köfte gegönnt. Somonek mit Köfte. So, Köfte, Somonek mit Aras Köfte. So, ging so. War jetzt nicht so der Burner, aber war okay. So Leute, wir haben jetzt noch eine Waffe gegessen. Ganz auf Schnelle. Rabia und Schwiegermama sind hier bei Adax. Nochmal kurz shoppen. Und dann gehen wir nach Hause, Sachen packen und dann Abfahrt. Ist bald zu Ende. So Leute, wir haben jetzt alles erledigt. Wir gehen jetzt in die Wohnung und somit verabschieden wir uns von Antalya City. Bis vielleicht zum Sommer. Im Sommer sehen wir uns dann wieder, hoffentlich.